Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3, wo wir in der letzten Folge nicht nur mehrere der zu einen Typen der wilden Jagd noch besiegt haben, Shit. sondern auch der guten Kira geholfen haben, die magische Lampe, die sie vom Elfenmagier bekommen sollte, wollte, wie auch immer. Wieso kriegt der halt eigentlich keinen Schaden? Das macht mir da ein bisschen Sorgen. Das könnte ein längerer Kampf werden. Holy shit. Okay, wenn wir seinen Rücken treffen, kriegt er scheinbar mehr Schaden. Oder wollte er sich gerade nicht rumdrehen? Okay. Ja, so ein Kampf gegen Golem kann lange dauern, aber dass der so wenig Schaden ist, das hätte ich nicht gedacht. Naja, auf zu blocken. Arschkampf. Komm her. Ja, dem Ansturm eines Golems sollte man nicht im Weg stehen. Komm her. Okay, schubst mich halt rum. So, Schaden. Das ist doch schon mal schön. Kira, du beschäftigst sie noch mal ein bisschen. Macht die überhaupt Schaden, die Frau? Irgendwie habe ich nicht so das Gefühl. Sie scheint ihn aber immer mal wieder leicht zu brechen. Das ist auch ganz angenehm. Ach Kira, nicht lachen, Schaden machen. Aber zumindest hat sie unser Adrenalin aufgebaut, also Schaden. Ich spiele aber ein bisschen. Okay. Irgendwie hat er nicht seine volle Lebensleiste aufgebraucht gefühlt. So, Steine. Optima Mater. Das war gar nicht mal so wenig wert und vor allem auch gar nicht mal so häufig vorhanden. Kleiner Perun-Runstein. Stuff, den wir mitnehmen. The sooner we can leave, the better. Ja, wir machen uns ja jetzt auf den Weg nach draußen. Beziehungsweise halt Stopp. Darauf will eine Wand einkratzen. Aber erstmal wieder Schwert reparieren, weil unsere Schwerter einfach viel zu schnell kaputt gehen. Das ist auch das Problem, dass wir, wenn wir ein neues Schwert finden, nicht, ja, für gewöhnlich nicht die, wie heißt's? Ja, dass die für gewöhnlich nicht auf 100% Haltbarkeit sind. Das heißt, die sind immer schon angekratzt. Demnach, ist das halt immer so eine Sache. Deshalb ist es auch immer ein bisschen problematisch, Schwerter zu reparieren, weil wenn man dann ein besseres findet und sich nicht schmiedet, sondern es wirklich halt irgendwo findet, dann... Noch ein kleiner Runenstein. Und... Stuff. Eine Fackel. Die war notwendig. Okay. Dann können wir wieder gehen, Kira. Place of power. Should draw from it. Haben wir doch schon längst, Geralt. Bist schon wieder voll hinterher. Mann, Mann, Mann. So, dann finden wir jetzt unseren Weg zur Oberfläche. We're going. Und ich hoffe, dass wir hier oben endlich mal mit Kira handeln können, weil ich ja immer noch hoffe, dass sie uns Wasseressenz verkaufen kann. Denn Wasseressenz ist leider ein Rare Drop von Monstern. Ich glaube von Wasserhexen. Ich hasse Wasserhexen. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards.
Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by, you can be sure. In that case, I shall be waiting. See you, Kira. Nicht wegteleportieren. Verdammt. Nicht einfach hinterher. Nee, schade. Toll. Das ist Cheating. Wenn wir auch teleportieren können. Wobei, dann würde sich Geralt dauerhaft beschweren. So, erstmal gucken, wo sind wir denn hier? Achso, wir könnten uns hier zum Beispiel mal noch was schnappen. Müssten halt irgendwie mal gucken. Wir könnten jetzt hiermit hierhin. Das ist die Reuseninsel, heißt das Ding, glaube ich. Da gibt es irgendwo auch einen Schnellreisepunkt. Wir können aber auch hier lang gehen und dann dahin und dann nach Mittelhain. Der Nachteil, beziehungsweise der Vorteil ist, eigentlich könnten wir uns ans Boot setzen und vom Boot aus kann man immer zu gewissen Hafenplätzen reisen. Da wir aber, meine ich, noch keinen einzigen gefunden haben, kriegen wir das nicht hin. So, jetzt möchte ich aber bei den Quests mal eben gucken. Wir sind auf Level 6 mit den Hauptquests. Ich würde auch erstmal die Quest, wenn dann, weitermachen. Haben wir irgendeine Nebenquest für... Und die von Kira, okay, dann machen wir die als erstes. Hexeraufträge, nee, Schatz suchen, auch nicht, okay. Dann gehen wir erstmal zu Kira. Denn, ja, ist eine Nebenquest auf dem gleichen Level wie die Hauptquest, demnach wird das bevorzugt. Denn ich liebe Nebenquests. So, da hinten ist eine Erscheinung. Ich erinnere mich an diesen Schatz hier. Dieser Schatz hier war böse. Wenn es der ist, an den ich mich erinnere. Es kann auch sein, dass ich mich gerade an einen anderen erinnere, der aber fast genauso aufgebaut ist. Nein. Die Viecher sind Level 13. Wir sind weg. Tschüss. Kleiner Tipp, Geralt, lauf um dein Licht. Warum haben die Viecher eigentlich so eine harte Aggro-Range? Das ist voll ekelhaft. So, ich glaube, wir haben unsere Ruhe. Okay. Merken wir uns, den Schatz holen wir uns später. Dann gehen wir erstmal dahin. So, schwimmen ist halt nicht immer ganz so schnell wie laufen. Ich will aber mal kurz gucken, ob wir hier nicht trotzdem irgendwas mal unter Wasser finden, aber nö. Keine Kräuter, kein nichts. Wenn ich mich da schon ins Wasser geschmissen habe, demnach, keine Ahnung, Reflexe und so. So. Da müssen wir einmal rüber. Dann gucken wir mal, was da hinten ist. Keine Gegner, keine Kräuter im Wasser, nichts. Ein bewachter Schatz, so nah irgendwo, so nah am Wasser, das ruft nach Ertrunkenen oder einem Wasserweib. Oder auch einfach nichts. Okay. Ah. Wasserweib. Sag ich doch. Die Viecher sind nervig. Vor allem, weil die halt immer wieder abtauchen. Selbst wenn du nichts nach mir schmeißt, sondern... Ach. Ich hasse das.
Nicht nur, dass es unsere Sicht behindert. Not good. Das Viech betäubt mich halt jedes Mal, wenn ich, wenn es auf meinen Schild haut. Das finde ich nicht gut. Sehr unhöflich, Frau. Nein. Was ist Cheating? What the fuck? Wie Schaden das gerade gemacht hat. What the fuck? Mal eben ein bisschen mehr Lebensregeneration holen. Das hat halt unsere Rüstung auch zerlegt. Das ist ganz ungut. So. Beschissene Viecher. So, kann ich jetzt mal meine Beute hier aufnehmen? Ah, Wasseressenz. Das, was wir haben wollten. Ich sag doch. Gibt's von Wasserweibern? Ich hasse Wasserweiber. So, leichte Rüstung, die sogar wesentlich besser ist als unsere. Nehmen wir natürlich gerne. Hauen mal Igni-Stärke drauf, weil Igni und Quen sind so die einzigen, die ich eigentlich drauf packe. Und Quinn auch eher seltener. So, das packen wir mal auf unseren Oberkörper, weil ich möchte nicht noch mehr Schaden nehmen, also mit notwendig. Also ein Ertrunkener. Gibt es noch irgendwas auf der Weltkarte bis dahin? Es gibt Mittelhain, da können wir mal unsere Sachen reparieren und Sachen verkaufen. Und hier oben können wir halt ein paar Betrunkene, Ertrunkene verkloppen. Dann sind die eigentlich schon Level 9. Warum können wir sie eigentlich so weit vom Wasser entfernt? So. Ich weiß gar nicht, ob Ertrunkener auch Wasser ist, wenn sie droppen konnten. Ich glaube nicht. Holy shit. Ich krieg definitiv noch viel zu hart auf die Schnauze von den Gegnern. Was den reinen Schaden angeht, den wir fressen. Das ist nämlich nicht so schön. Und Schaden machen, ja gut, da kann ich mich jetzt eher weniger darüber beschweren. Das Problem ist halt, ich bin auch viel zu oft einfach sozusagen im Schlagrausch. Sprich, ich hau einfach wild drauf los, obwohl ich keinen Quen mehr habe. Und das kommt einem echt teuer zu stehen teilweise. Da wäre dann der aktive Quen-Schild ganz angenehm, sodass man wieder Leben regeneriert, aber... Ich weiß nicht, ich fand ihn gar nicht mal... Also, ja, er war schon eigentlich ziemlich gut, aber irgendwie fand ich ihn dann fast schon zu einfach. Weil man regeneriert halt relativ gut Ausdauer und da das eben nur Ausdauer kostet. Okay, das wollte ich jetzt so nicht. Ich wollte eigentlich nur den Loot haben, aber... Egal, ist ja nur Ertrunkene. Rehe... So. Dann gehen wir mal eben zum Schmied. Ob ich mir den Wegweiser und nicht den Schmied markiert habe, ich weiß es nicht. So, da der Schmied aber nicht da ist, müssen wir mal eben meditieren. Bis zum nächsten Morgen. Dann tauchen die Handwerker nämlich alle wieder auf. Wie wir sehen, ist er gerade am Arbeiten. Ja, das kennen wir schon alles. Let me have a look at your stock. So, als erstes kriegst du unsere Waffen und Rüstungen. Wie gesagt, die Hemden möchte ich gerade mal behalten. Können wir später gebrauchen noch. Die werde ich wahrscheinlich mal in eine Truhe packen. So, du hattest zwei Karten. Und... Pferdenleserhose, Schützengarnison, nichts Interessantes für uns, okay. Gut, gut. Wie viel gibt es uns für das Silber und 10 und 4? Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das genug ist? Ich
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da die besten Preise für gibt. Auf Wiedersehen. So long. So, dann wollen wir zu Kira gehen. Dafür hole ich mir jetzt aber Plötze ist faul geworden. Okay. Dann gehen wir halt mal hin. Sich das deaktiviert und dann kann Plötze vielleicht auch mal auftauchen. Dankeschön. Manchmal ist dieses Pferd ganz schön stur. So. Dann reiten wir nochmal zu Kira. Wir wissen ja mittlerweile, wo sie wohnt. Das heißt, wir können auch einfach querfeld einreiten. Und wir können hoffen, dass sie uns noch eine Wasseressenz verkaufen kann. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison. Was treibst du denn hier? Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the magi says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Du hattest eine Bitte an mich, aber erstmal handeln. Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. So, was haben wir denn? Ganz viele Runensteine. Ein Trank der Leerung, damit können wir unsere Fähigkeitspunkte neu verteilen. Holy shit, sogar große Glyphen und große Runensteine. Holy crap. Die sind scheiße teuer, deshalb werden wir sie nicht kaufen, aber holy shit, Bücher. Das haben wir. Das haben wir, glaube ich, auch, aber sicherheitshalber kaufen wir es mal. Sphärenkonjunktion habe ich zwar schon mal was zu gesagt, aber trotzdem. Reisen zwischen Welten. Das ältere Blut, das haben wir auf jeden Fall. Rezepte für Quebrit und Drakonidenöl nehmen wir auf jeden Fall mit. Was hast du noch? Chortköder. Gift der Erhängten. Das bräuchten wir alles. Das ist das Problem an der Sache. Erstmal Wasseressenz. Hast du Wasseressenz? Schlecht aus. Verdammt. Keine Wasseressenz für uns. Was hast du denn noch? Insektoidenöl, Konstruktöl, Vampiröl, alles was wir... Nordwind, ja gut, die vielleicht nicht, weil ich finde Bomben immer so uninteressant. Die anderen Sachen wären halt ganz geil. Jetzt nur 3 und 8. Das ist halt noch weniger als der Schmied uns gegeben hätte. Aber wir können doch bestimmt dir so ein bisschen Ghoulblut verkaufen. So, was Ghoulblut? Ja, Ghoulblut. Hundertalk, ja, davon kannst du ein bisschen was haben. Mutagene sollten wir demnächst mal ein bisschen kombinieren, damit wir bessere kriegen. Chemistenpulver, das ist scheinbar auch ein bisschen was wert. Geisteressenz, davon werden wir eigentlich auch relativ viel kriegen. Aber wir gucken erstmal, wie viel wir uns jetzt hiervon noch kaufen können. Die kosten, glaube ich, alle immer 50, naja. Das heißt, wir brauchen noch irgendwie 47 Kronen. Ja. Auch 14 Kronen ist ein richtiger Weg. Ist ein Schritt in die richtige Richtung. So. Hier kannst du nochmal 6 von haben. Ist jetzt ein bisschen nervig. Müssen echt mal gucken, dass wir an Geld kommen.
Ja, gut, wir sollten mal anfangen, wirklich Aufträge zu machen. Komm, hier kriegst du noch zwei trunkenen Gehirne. Wolfsleber ist scheinbar auch angesagt. Dann holen wir uns das Vampiröl. Wie gesagt, die Nordwindbombe können wir uns schenken. Dass sie trotzdem keine Wasseressenz hat, stört mich ein bisschen. Na gut, das hatten wir beide schon mal geklärt. Was willst du mit dieser magischen Lampe denn jetzt? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Mm-hmm. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Na gut, du sagst, du hättest eine Bitte an mich. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windama, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Erstmal. Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Ist ein Argument. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Hmm. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Hmm. Na dann. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Ja, definitiv. Und damit haben wir einen neuen Questgegenstand bekommen. Can't you just come with me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Mm-hmm. Dreschflegel. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here.
Kira hat echt ein Talent, nicht auf Geralt einzugehen. Das muss man ja lassen. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it or do I have to do something magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. Ein Funkgerät. Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Ja, aber wir haben Handys. Sind meistens wahrscheinlich sogar praktischer. So where'd you get the Xenovox? Wir sind neugierig. Found it in the mine along with the lamp. Okay. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Ja, dann gehen wir auf zur Reuseninsel. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fire Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Mm. Thank you. Ach, immer wieder gerne. Aber ja, einen neuen Questgegenstand haben wir jetzt hier drin. Tada. Brauchen wir entsprechend jetzt gerade eigentlich nicht. Und ich würde sagen, zur Reuseninsel werden wir in der nächsten Folge gehen. Kassieren jetzt gerade hier noch die Belohnung. Eben kurz gucken. Was ist denn das Level? Passt immer noch. Sehr gut. Dann ja, machen wir uns in der nächsten Folge auf, am Montag. Dieses Wochenende, beziehungsweise heute wird es keine Sonderfolge geben. Einfach weil ihr habt gesehen, die meisten die Fragezeichen da unten zum Beispiel sind jetzt schon eher ein bisschen härter. Wenn wir hier an das Ding denken, und wir werden auch später noch genügend Zeit haben, weil wir werden lange brauchen. Keine Sorge. Und zwischendurch kriegen wir immer noch ein paar Sachen auf dem Weg mit. Und deshalb würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Wenn ihr Lust habt, schaut Samstag bei Dark Souls 3 vorbei. Ansonsten sehen wir uns Montag wieder zu Witcher 3. Bis dahin, ciao.